Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online mit dem Ameisenkönig. Ein Anker hat sich aufgetan. Kalthafen schickt seine Diener, um Nirren zu kontrollieren. Ich versuche mal hier einfach mein Glück mit den anderen Spielern. Ah nein, Hilfe, Hilfe! Halt mich, halt mich, halt mich! Macht mal fehlen hier, warte mal, wenn ich meine Fähigkeit aktivieren könnte. Geht nicht! Ah, verdammt, das gibt ja richtig heftig hier Schaden. Letzte Folge sind wir auf einen Bug gestoßen, ein Fleischatronarch. Oh Gott. Wie bei Sheogorath, wie bei den Shivering Isles, bei den zitternden Inseln. Da vorne ist wer. Die sind viel zu schnell, ich kann gar nicht mitmachen hier. Da vorne ist einer. Ein Zombie. Und deswegen habe ich erstmal hier den Anker gesehen, wie er sich auftat und dachte mir, hey, ist ja keine schlechte Idee, mal eine komplette Schlacht mitzumachen bei dem Anker. Also anscheinend, je länger der Anker hier bleibt, desto höher ist die Chance, dass er sich mit Nirren verbindet oder Kalthafen. Sich auf jeden Fall. Und deswegen müssen wir hier die Schergen von Molag Bal aufhalten, dass sie sich hier nicht in das Reich eingliedern. Alter! Schnell, fehlt denn einer! Schnell! Hier kommt wieder einer. Und die sehen so hässlich aus, die Fleischatronarchen. Bei Sheogorath nutzt du so einen Fleischatronarchen auf den zitternden Inseln, um sein Reich zu schützen vor Leuten, die einfach eindringen möchten. Und da der Held von Quatsch da rein möchte, muss er diesen Fleischatronarchen besiegen. Der heißt aber, glaube ich, nicht Fleischatronarch, oder doch? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der wirklich auch so heißt. Oh, ich renne immer dahin, wo die Viecher nicht sind. Macht aber schon viel Fun, hier mit den Leuten einfach rumzubetteln. Irgendwelche Leute, die man gar nicht kennt, aber wir kämpfen. Ankerschloss zerstören, los! Jawohl. Kämpfen für mehr. Oh, wir haben es fast geschafft. Ich wette, gleich kommt das letzte Ankerschloss. Jawohl. Noch einer. Da hinten. Wir müssen auch nicht vergessen, diese Schlösser hier zu zerstören hier. Jetzt aber schnell. Ja, ich mach's schon. Oh, jawohl. Geil. Da vorne ist das nächste. Jawohl. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das hier alles funktioniert. Immer noch ein Rätsel. Jetzt. Ich glaube, wenn eine Seele, nee, mehrere Seelen in das Schloss reingekommen sind, können wir das Schloss zerstören. Aha. Jetzt verstehe ich das Ganze. Das hat sie noch nicht geöffnet hier. Eine wilde Schlacht, ey. Cool. Jetzt aber. Komm, öffne dich. Jawohl. Zack. Und es öffnet sich. Jawohl. Zerstören. Ja. Geil. Ich hab's geschafft. Ah, ich hab's. Ich hab den Anker kaputt gemacht. Oder auch nicht. Ups. Oh nein. Jetzt ist Molag Bal wütend geworden. Ups. Oh oh, das war ich. Das war ich ja wirklich. Ich glaube, das finale Schloss müssen wir jetzt hier noch retten. Wenn wir die hier alle zerstören, dann geht das. Ihr könnt nichts tun, um dies zu verhindern. Jawohl, geil. Mit den Leuten hier zusammen haben wir Nirren vor Molag Bals Schergen befreit. Wow. Abermals. Okay, so eine Ankerschlacht dauert dann doch schon 5 Minuten. Wenn man so viele Leute hier am Start hat. Das ist ja interessant. Also ich werde das mal jetzt mit dem Ausloggen probieren und dann sehen wir uns. Ja, weil das hat mir einer vorgeschlagen. Der andere hat mir gar nicht mehr darauf geantwortet. Oh, das ist ja doof. Tja, ich werde mich mal eben ausloggen. Und dann schauen wir, ob ich die Quest nicht doch noch annehmen kann oder machen kann hier oben.
bei der Shaza. Bis gleich. Ha, ich bin so ein Genie. Oh Mann, bin ich geil. Also es waren hier so viele Leute, die einfach nur die Wölfe geplättet haben, wie bekloppt. Und es ging einfach darum, dass man, die stand da ja doof rum, dass sie von einem Werwolf getroffen wird. Dann hat sie sich nämlich angefangen zu bewegen und hat dann, ist dann respawned hier. Und zwar ist das Problem, dass wenn man zuerst einen Werwolf, oder wenn Leute hier überhaupt in dem Gebiet Werwölfe zuerst töten, bevor sie mit Shaza reden, dann verbuggt sich die Quest. Also das muss man erstmal, ja. Irgendwelche Deppen, die greifen hier die Werwölfe an und übersehen Shaza anscheinend. Aber ich hab's ja jetzt hier, oh, ich bin sogar bei Google gefunden. Ich werde hier nicht herumstehen und zusehen, wie unsere Leute sterben. Bringt General Gauthier dazu, den Befehl zu geben. Meine Axt dürstet nach Werwolfblut. Meine auch. Der Befehl wurde erteilt. Gehen wir zurück ins Lager. Ah, ihr silberzüngiger Teufel. Das höre ich gerne. Folgt mir. Arr, silberzüngig. Lasst die Werwölfe bezahlen. Jawohl, geil, ey. Gebt ihn los, Leute. Aufs Maul. Also Leute, wenn ihr mal hier in der Gegend unterwegs seid, dann nicht sofort die Werwölfe angreifen, denn damit verbuggt ihr die Quest auch für andere Leute. Alle, die hier im Gebiet sind, die können die Quest dann auch nicht machen. Außer wenn einer dann so schlau ist wie ich, um einen Werwolf anzulocken, der dann Gebietflächenschaden macht und die Chance dann wieder sozusagen reaktiviert. Oh Mann, echt ein mega Aufwand hier. Nur wegen irgendwelchen Deppen, die dich kapieren, wie die Quest funktioniert. Müsst euch mal reinziehen. Fehlen! Jawohl! Geil, ey. Geil, geil, geil. Ihr solltet mir alle eigentlich die Stiefel lecken, ihr Leute. Ihr Leutchen, lecket mir die Stiefelchen. Aber bist du glänzen. Ach du, was ist das denn? Wow! Fehlt dir mal einer ganz schnell, jetzt! Jawohl! Schnieke! Das geht ja mal ab hier. Ach du heiliges Kanonenrohr, was die alles hier haben. Geil! Bringen wir das zu Ende! Jawohl! Es braucht schon mehr als das, um mich umzubringen. Die steht da schon die ganze Zeit rum und meckert, dass sie irgendwie gestirbt. Psst. Aber ehrlich, das ist ja echt wieder die Ignoranz der Spieler, dass man solche Fehler überhaupt hat. Oh Gott, ich sollte, glaube ich, erstmal ihr helfen hier. Fehlt die Viecher! Und gib ihm! So, vorne ist noch einer hier. Und dann haben wir es gleich auch schon geschafft. Mann, ist das geil. Das Gefühl, dass man eine Quest geheilt hat. Ich bin ein Heiler. So, da vorne ist noch ein Werwolf. Nicht in die Flammen laufen, Shaza. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Für dich und für mich. Da ist ja noch einer. Wo kommen die denn her? Die spawnen irgendwie aus den Palisaden. Aber jetzt kommen noch. Oh Gott, die kommen aus dem Feuer raus. Fehlen, schnell fehlen. Ohne Scheiß, leckt mir die Stiefel. Ohne mich werdet ihr immer noch hier. Da vorne ist noch ein Werwolf. Ah ne, das Licht lag an dir. Okay, alles klar. Gut, gut, gut. Wir haben es geschafft. Jawohl. Rein damit euch. Sucht General Mandin. Ich gebe den anderen das Signal. Wir haben den Durchbruch geschafft. Geil, ey. Los, rein hier. Ja. Also, wenn ihr mich nicht jetzt in den Kommentaren Gott nennt, Dann block ich euch. Nein, okay. Ist eigentlich was Quatsch. Hey, da sind die anderen Leute, die wir jetzt hier befreit haben. Cool. Diese verdammten Werwölfe. Ich hab nur... Wie im Namen des Vergessens seid ihr hierher gekommen? Weil ich ein Genie bin. General... Oh Mann, ich bin echt doof. General Gauthiers Truppen sind direkt hinter mir. Ich habe einen Weg für sie freigemetzelt. Gauthier hat das Lager zurückerobert? Ihr müsst einen bemerkenswerten Vorstoß angeführt haben. Sagt ihm, dass ich eine fast vollständige Kompanie von Soldaten hier habe und dass wir kampfbereit sind. Yes! Nice! Alles klar, können wir gerne machen. Die haben sich also hier verkrochen, während die Werwölfe das Innere von diesem Dingens hier eingenommen haben. Sehr interessant.
War es ja natürlich klar, dass wir dann das hier alles freiräumen mussten. Hat sich das Gebiet jetzt verändert? Das wäre egal. Ich glaube schon. Also ich glaube nicht. Nee, hier stehen mehr Leute. Ja, geil. Gebietsänderung bei The Elder Scrolls Online ist so geil, ey. Hat, glaube ich, auch einer mal geschrieben, irgendwie in einer der letzten Folgen. Irgendwann mal. Hey. Das Lager gehört wieder uns. Ich habe noch nie jemanden so wie euch kämpfen sehen. Das war inspirierend. Habt ihr General Mandin erreicht? Tja, ich bin eben eine inspirierende Person. Ja, sie sagte, ihr Kontingent wäre vollzählig und kampfbereit. Gut. Nun zu unserem Schlachtplan. Wir müssen den Innenhof direkt hinter dem Haupttor der Stadt einnehmen und halten. Und wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Wobei soll ich euch helfen? Wir können den Hof nur halten, wenn das innere Tor verriegelt wird. Dann kämen die Verstärkungen der Werwölfe nicht mehr an uns heran. Ihr müsst für mich in den nordwestlichen Turm gelangen und das Tor verriegeln. Dieses Tor ist schon so gut wie verriegelt. Nice. Okay, jetzt müssen wir also hier nach oben. Ja, geil. Jetzt ist die Quest auch nicht mehr verbuggt. Mann, es tut das gut. Puh, ich hatte nämlich Angst gehabt, dass wenn ich das aufgegeben hätte, habe ich ja schon erwähnt, ne? Dass ich dann alles nochmal hätte neu machen müssen. Das wollen wir nicht. So, Brunette, beweg dich mal. Du solltest mir auch die Stiefel lecken. Vor allem du. Du solltest mir nicht nur die Stiefel lecken, solltest mir auch... was kann man noch ablenken, was nicht schwul ist? Ablecken, meine ich. Aber schwul klingt irgendwie. Keine Ahnung. Diene mir einfach. Diene mir. So, dort vorne ist das verriegelte Haupttor. Oh, hier sind noch mehrere. Los, finde sie. Los, schnell. Jawohl. Ich glaube... Ja, ich glaube, ich beende dann auch hier mal die Folge. Los, kriegel sie! Los, Junge! Er hat er nicht mehr gemacht. Okay. In der nächsten Folge hier, beim Haupttor von Kamlorn. Ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen The Elder Scrolls Online. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, fände ich es echt cool, wenn ihr mir einen Daumen hoch unter dem Video geben würdet oder ein Gefällt mir, wie auch immer. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 15 Uhr. Bis dann. Ciao.